Ja, gerne. Mein Name ist Alexander Prölz. Ich bin Professor für Völkerrecht an der Universität in Hamburg und ich bin an dem konkreten Verfahren als Verfahrensbeteiligter der Bundesrepublik dabei gewesen. Na, die Fragen, die dem Internationalen Seegerichtshof vorgelegt worden sind, betreffen die Konsequenzen des Klimawandels auf die Meeresumwelt. Im UN-Seerechtsübereinkommen, für dessen Auslegung der Internationale Seegerichtshof zuständig ist, gibt es einen ganzen Teil von Vorschriften, die sich mit dem Schutz der Meeresumwelt beschäftigen und mit der Bewahrung der Meeresumwelt. Und die große Frage, die sich gestellt hat, ist, in welchem Umfang sind diese Vorschriften auf die Effekte des Klimawandels auf den Ozean anwendbar? Und das war gewissermaßen das Anliegen der Kommission der kleinen Inselstaaten, dazu eine klare Rechtsauffassung des Seegerichtshofs zu bekommen, die dann jetzt die weitere Diskussion beeinflussen soll und damit im Prinzip zur Klärung der Rechtslage beiträgt. Ich würde sagen, dass von dem, was ich jetzt gehört habe aus der Verlesung des Gutachtens, ist das eine sehr klare Stellungnahme. Es sind einige Fragen auch beantwortet worden, die damit geklärt sind. Das bezieht sich insbesondere erstens auf die Frage, ist der Eintrag von Treibhausgasen in die Meeresumwelt Verschmutzung? Der Seegerichtshof hat gesagt, eindeutig ja. Das bedeutet, dass die ganzen Vorschriften über den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt eben auf die CO2-Einträge anwendbar sind. Der Seegerichtshof ist dann aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann gewissermaßen versucht, den Pflichtengehalt der einzelnen Vorschriften etwas näher auszubuchstabieren. Er hat dabei einerseits gesagt, das sind sogenannte Due Diligence-Verpflichtungen. Das ist ein variabler Standard, ein Verhaltensmaßstab, den die Staaten zu erfüllen haben, der ein bisschen abhängig ist, sowohl von den individuellen Möglichkeiten der betreffenden Staaten, aber eben auch zu deuten ist im Lichte der Risiken, die mit dem Klimawandel einhergehen. Und das hat der Seegerichtshof dann durchdekliniert auf ganz bestimmte Quellen der Meeresverschmutzung vom Lande aus, durch Schiffe und die Verschmutzung über die Atmosphäre, wozu er sogar die flugzeugbedingten Einträge von Treibhausgasen gerechnet hat. Ja, das ist schon, die Rechtsgutachten sind ja formal nicht rechtsverbindlich, aber sie sind ja ein authoritative statement, also eine mit besonderer Wirkmächtigkeit ausgestaltete Interpretation der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens. Und selbstverständlich wird das die Vertragsparteien des UN-Seerechtsübereinkommens in ihrem Verhalten beeinflussen. Interessant wird es, inwiefern sich auch der internationale Gerichtshof in Den Haag davon leiten lassen wird. Wenn ich das heute Revue passieren lasse, glaube ich, dann hat der internationale Seegerichtshof heute ein sehr einerseits umfangreiches, andererseits aber auch sozusagen das die Mehrheitsmeinung widerspiegelndes Bild abgegeben. Und von daher würde ich davon ausgehen, dass das auch vom Internationalen Gerichtshof in dem ja parallel stattfindenden Gutachtenverfahren zu den klimawandelbedingten Verpflichtungen der UN-Mitgliedstaaten, dass es entsprechend rezipiert werden wird. Nun, die Bundesrepublik Deutschland ist der Meinung, erblickt im Klimawandel eine der großen Herausforderungen der heutigen Zeit. Zugleich ist Deutschland aber auch ein Unterstützerstaat der kleinen pazifischen und karibischen Inselstaaten. Und schon deshalb war es angezeigt, dass man sich irgendwie zu Wort meldet. Nun ist Deutschland aber auch EU-Mitgliedstaat. Und die EU-Mitgliedstaaten mussten von Rechts wegen ihre Positionen koordinieren. Und deswegen hat Deutschland darauf verzichtet, in der Sache Stellung zu nehmen, sondern hat sich beschränkt auf die Fragen nach der Zuständigkeit des Gerichtshofs und der Zulässigkeit des Gutachtenantrags. Ich glaube, dass insgesamt die Position oder die Interpretation, die der Internationale Seegerichtshof heute im Hinblick auf die Vorschriften zum Schutz der Meeresumwelt vorgetragen hat, die entsprechen, würde ich sagen, im Wesentlichen dem, was auch die EU-Mitgliedstaaten vertreten haben im Schriftsatzverfahren und auch in den mündlichen Vorträgen.
An vereinzelter Stelle hat der Gerichtshof Schärfungen vorgenommen, die aber, glaube ich, schon konsensfähig sind. Und insofern finde ich, das ist wirklich eine sehr ausgewogene Entscheidung, darf ich das jetzt mal der Einfachheit halber nennen, gewesen. Und ich würde also sozusagen auch die Staaten, die dem Klimawandel wirklich Rechnung tragen möchten, durch aktive Politik und Regulierung in die Karten spielen, weil sozusagen das einfach auch ein zusätzliches Argument ist. Schaut mal, wir müssen also auch und gerade im Hinblick auf den Schutz der Meeresumwelt diese Maßnahmen treffen, nicht nur aus sonstigen Gründen.